Sie auf mit dem Scheiß, den Sie hier reden. Ein ziemlich aufgebrachter Hundebesitzer. Was ihm nicht gefällt, Polizei und Feuerwehr haben einfach so, ohne ihn zu fragen, seinen Hund aus seinem Auto geholt. Doch Beamte und Einsatzkräfte hatten ihre Gründe. Das hat nach uns gerufen. Also der Hund war mindestens eine halbe Stunde im schwarzen Volvo drüben drin. Und bei den Temperaturen mitten in der Sonne, also... Den Hund entdeckt und schließlich auch die Polizei und die Feuerwehr gerufen hat, Wolfgang Huberts. Der Hund hat mindestens eine halbe Stunde in dem Auto gesessen. Wir haben dann das Ganze ein bisschen gelindert, indem wir eben dann vorne über die Windschutzscheibe dann hier diese Jacken drüber gehängt haben. Wobei das mit der halben Stunde in der prallen Sonne so eine Sache ist, denn als der Besitzer kommt, findet der das gar nicht so schlimm. Zudem gibt er an, den Hund höchstens 20 Minuten im Auto gelassen zu haben und findet das Vorgehen der Beamten, um es mal zurückhaltend zu formulieren, übertrieben. Hören Sie auf mit dem Scheiß, den Sie hier reden! Ja, Sie reden gerade Scheiße! Das kann nicht angehen! Ich weiß ganz genau, was los ist! Los ist vor allem, dass der aufgebrachte Mann die Scheibe selber zahlen und eine Anzeige bekommen wird, immerhin. Zumindest dem Hund geht es vorerst besser.